Weiter mit Sunny Softrock auf KMAR, dem Sender, der euch kurz vor Mitternacht die Sonne ins Herzchen zaubert. Es folgt der Verkehrsservice. Deswegen fahre ich nur der Fahrrad. Haha, okay, diese Gruppe räumt euch die Stirnhüllen aus. Hier kommt hässlich, grässlich, scheußlich von der Kakerlaken-Kombo. Ja, wer ist da? Miss Ellie, Madam. Komm rein, Miss Ellie. Ich dachte, du liegst schon längst im Bett. Ich kann nicht schlafen. Das ist ja auch kein Wunder, mein Schatz. Oh, Evie. In einer Stunde wirst du 13. Bist du aufgeregt? Kann schon sein. Bremst die Begeisterung, du wächst die Nachbarn auf. Liebling, fühlst du dich nicht irgendwie ein bisschen anders als sonst? Uh-uh. Also überhaupt keine Veränderung? Immer noch flach? Hast du ihnen auch immer Wasser gegeben? Nein, ich spreche von anderen Veränderungen. Mhm. Großartigen Veränderungen. Meinst du etwa die Jetzt-bist-du-eine-Frau-Veränderung? Nein, ich meine nicht, du weißt schon, SEX. Vermutlich weißt du weitaus mehr darüber, als ich in deinem Alter wusste. Vermutlich weiß ich auch jetzt mehr als du. Wenn das stimmt, wirst du 5 Jahre eingesperrt. Nein, Liebes, ich spreche von ganz besonderen Veränderungen. Was für welche? Nun ja, hast du nicht vielleicht irgendwie bemerkt, dass du zum Beispiel durch Wände sehen kannst? Kannst du? Was? Es ist nur eine Frage. Kannst du durch Wände sehen oder nicht? Was ist denn mit dir los? Versuch's doch einfach mal. Sieh in das andere Zimmer. Ich kann das Was nicht. Was ist denn? Vielleicht kannst du Das hättest du gemerkt, Mama. Na klar. Aber hast du nicht vielleicht bemerkt, ob du in der Luft schweben kannst? Wie? Hast du vielleicht Supermans Hitzeblick? Warum fragst du mich nicht was ganz Normales? So, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Dein Vater müsste sehen, wie toll du dich entwickelt hast. Ich würde ihn gern überhaupt mal sehen. Evie, denk nicht schlecht von ihm. Du weißt, er wäre hier, wenn er könnte. Wie kann man jemanden lieb haben, wenn man ihn 13 Jahre nicht gesehen hat? Evie, dein Vater ist ein ganz besonderer Mensch. Was malst du da? Ist noch nicht fertig. Bin nur neugierig. Geh ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht, Mama. Bleib nicht so lange wach. Aber es wäre doch wunderbar, wenn ich durch Dinge sehen könnte. Wieso? Dann wüsste ich, ob Rachel Kingsley einen gefütterten BH trägt oder nicht. Gute Nacht. Vielen Dank für den Tanzgeburtstagskind. Komm her, ein Kuss. Und, was sagst du? 1 Pfund abgenommen. Bald ist überhaupt nichts mehr von dir zu sehen. Mach mal eine neue Diät. Müsst ihr auch mal versuchen. Die B-Diät. Man isst nur noch Sachen, die am Anfang ein B haben. Oh, wie zum Beispiel gestern Nacht. Du hattest Bratkartoffeln und Brokkoli mit Butter. Und 2 Beefsteaks. Oh, da wir gerade dabei sind, was für einen Geburtstagskuchen hast du gekauft? Ich muss wissen, ob er auf meinem Plan steht. Zitrone. Zitron. C ist nah genug dran.
Hey, wo hast du denn die verstaubten LPs her? Welche LPs? Die Shirelles, die Vandellas, die Cadillacs, die Coasters? Wer sind diese Leute? Das sind Musikgruppen von vor ungefähr 100 Jahren. Sie gehören meinem Vater. Ach, dein Vater, der Spion. Wo ist er denn jetzt? Wir wissen es nicht. Mutter erhält so seltsam verschlüsselte Nachrichten, dass es ihm gut geht. Aber er verrät uns nie, wo er gerade steckt. Oh Mann, ich wünschte, ich müsste nicht ständig diese Märchen über Treu erfinden. Wann willst du ihr endlich die Wahrheit über ihren Vater sagen? Erst, wenn ich muss. Bis jetzt muss ich noch nicht. Also jetzt reicht's aber, Mama. Sie ist schon 13 Jahre alt. Was ist, wenn sie sich in eine Eidechse verwandelt, wie in dem Film? Treu war doch keine Eidechse. Gut, aber er sagt, er könne sich verwandeln. Was ist, wenn mit ihr dasselbe passiert? Meine Nichte? Das Reptil. Ich geh schon. Darf der Bürgermeister reinkommen? Du hast es geschafft. Du bist tatsächlich zu meiner Party gekommen. Ich musste doch kommen. Ich habe die Musik gehört. Und die Lautstärke ist mindestens ein öffentliches Ärgernis. Hier die Verwarnung. Kyle, die ist echt. Es ist nicht persönlich, Donovan. Aber der Bürgermeister muss nun mal die Gesetze hüten. Ne? Hallo, Bino. Euer Ehren? Ich weiß, ich bin zu spät, aber ich hatte Clint Eastwood am Telefon stundenlang. Er ruft mich immer an und fragt um Rat. Wie macht man dies? Wie macht man das? Mann, ich weiß, der Kerl ist beliebt, aber ich glaube, er hat zu lange in der Sonne gesessen. Du redest mit Clint Eastwood? Ich musste Kleines. Berufsgeheimnisse. Wir sind zwei berühmte Bürgermeister. Ja, das ist die Telefonhand. Mal anfassen. Du spinnst ja. Das war eben Beamtenbeleidigung. Ich habe ein Geschenk. Darf ich es ihr geben? Los, mach schon. Mach sie glücklich. Nein, ich mach's spannend. Erst nach den anderen Geschenken. Hört mal, das ist Bürgermeister Applegate. Hallo, Leute. Wie bin ich? Ja. Hey, pass auf. Du kannst das noch gar nicht beurteilen. Tja, bis jetzt ist noch nichts passiert. Sie hat sich kein bisschen verändert. Der Tag ist noch nicht vorbei. Denk dran. Zucchini. Z. Lindsay, der ist wunderschön. Dankeschön. Ich würde ihn gerne mal ausleihen, darf ich? Also, Geburtstagskind, ich bin dran. Ruhe bitte. Als euer Bürgermeister... Ich habe diese Rede schon mal gehört. Ich bin in der Küche. Er ist von der Opposition. Wie auch immer, hier ist dein Präsent, Evie. Eine zeitweilige Aussetzung aller Stadtgesetze. Ich weiß, es ist kaum zu glauben. Aber die nächsten zwei Wochen darfst du fast alle Gesetze brechen. Wie zum Beispiel neben dem Zebrastreifen laufen, Abfälle verstreuen, herumlungern, betteln und spucken. Herzlichen Glückwunsch. Danke, das ist genau das, was ich immer wollte. Gefällt dir nicht? Wie schade. Dann willst du sicher auch nicht die vier Karten fürs Phil Collins Konzert. Oh, Kyle, danke. Alles in Ordnung, Evie? Was ist los mit dir? Starker Trick, Leute. Warum bewegt ihr euch nicht? Das kann ich auch. Hey, Mama. Schau. Also schön. Jetzt könnt ihr aufhören. Ihr seid toll. Es ist vorbei, Leute. Das ist ja völlig verrückt. Ich glaube, ich drehe durch. Hallo? Hallo? Mama, was ist hier los? Und ich finde, eine Stiftung schon so schnell nach deiner Amtseinführung zu gründen, ist keine gute Idee. Evie? Warum sind die hier alle so... steif? Das ist das passende Wort. Aber was ist die passende Erklärung? Es ist einfach so passiert. Ist das irgendein neuer Partytrick? Evie, du kannst die Zeit anhalten.
Das ist die Veränderung, von der dein Vater gesprochen hat. Mein Vater? Was hat der denn damit zu tun? Evi? Schatz, ich muss dir etwas Wundersames über deinen Vater erzählen. Setz dich. Ich sitze schon. Ja, ich meinte mich. Evi, also dein Vater, er ist sowas wie... Ja? Also er ist irgendwie von einem anderen Planeten. Du meinst, er ist verrückt? Nein, er ist wirklich da oben, auf einem anderen Planeten. Er ist ein Astronaut? Aha, ja. Nur keiner von hier, keiner von der Erde. Was ich meine ist, Eve, dein Vater ist ein Alien. Wie Mr. Lopez aus Guatemala. Hm? Nein, mehr wie E.T. aus dem Weltall. Du meinst, mein Vater ist ein Außerirdischer, ein Alien? Oh Mama, das ist ja widerlich! Warte einen Moment, Fräulein. Naja, ich gebe zu, es ist ungewöhnlich, aber nicht widerlich. Evi, er war hier in einer Mission. Wir sahen uns, haben uns verliebt, haben geheiratet und unsere Lebensformen gemischt. Lebensformen? Er ist nicht mal menschlich? Und du wolltest nicht mal, dass ich mit Jason Blumenfeld ausgehe. Evi, ein Außerirdischer ist auch etwas ganz anderes als so ein glatzköpfiger Teenager, der seine Finger zusammennäht. Hast du ihn etwa auch auf den Mund geküsst? Natürlich habe ich das, Evi. Ich liebe ihn. Dann bin ich ein halbes Monster! Nein, nein, Liebes, du bist kein halbes Monster. Du bist halb antarianisch. Wie konntest du mir sowas antun, Mama? Ich bin eine Missgeburt. Ich bin eine Bestie. Wahrscheinlich kriechen alle möglichen ekelhaften Viecher in mir rum. Das ist total uncool. Evi, hör mir mal zu. Wir sind zusammen in Restaurants gegangen. Wir sind zusammen ins Kino gegangen. Wir sind zusammen zum Strand gegangen. Meinst du, wir hätten all das machen können, wenn er aussehen würde wie Alf? Glaub mir, er sieht wirklich scharf aus. Aber ich habe solche Angst, weißt du? Ja, ich weiß. Ich weiß, Liebes. Aber Evi, überleg doch. Du hast jetzt eine unheimliche Macht. Du kannst die Zeit stehen lassen. Natürlich gibt es keinen großen Bedarf dafür. Ich würde lieber durch Wände sehen können. Und was mache ich jetzt mit denen? Tja, was hast du denn gemacht, bevor alles stehen geblieben ist? Da haben sich meine Finger wie von selbst aufeinander zubewegt. Okay, zeig mir genau, was du gemacht hast. Vielleicht ist das viel. Mama! Lösung des Ganzen. Zeig mal. Habe ich gerade. Was hast du? Das. Mama! Ich krieg einen steifen Hals. Jetzt noch mal langsam. Okay, ich hab's so gemacht. Den Trick habe ich von Stan und Ollie. Mama, du hast dich wieder bewegt, als ich dich berührt habe. Oh, gut, gut. Okay, okay, dann berühre einfach alle anderen auch, ja. Nein, 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 du darfst die anderen nicht berühren. Wenn du sie alle einzeln berührst, dann werden sie es alle wissen. Du musst sie irgendwie alle auf einmal aufwecken. Hier, hier, erstmal Onkel Beno. Vielleicht fällt ihm was ein. Alles, was dem einfällt, ist Essen. Evi, nun mach schon. Wir dürfen auf keinen Fall in Panik ausbrechen. Ah! Evi, es muss einen Weg geben, wie du sie alle gleichzeitig wieder laufen lässt. Hast du schon Mr. Spocks Trick, alle Vulkanier springen in die Luft probiert? Mit beiden Händen. Nee. Wenn nur dein Vater hier wäre. Das Geschenk. Ich habe das Geschenk vergessen, das er für dich hier gelassen hat. Er hat gesagt, ich soll es dir an deinem 13. Geburtstag geben. Wisst ihr, das könnte die Lösung des Problems sein. Oh, Entschuldigung, tut mir leid. Tut ja nicht weh, höflich zu sein. Evi? Von deinem Vater. Ist das auch von einem anderen Planeten? Mhm. Na, mach schon auf. Das ist der Würfel, den ich gemalt habe. Ja, du hast einiges gemalt, was du noch nie gesehen hast. Und was ist das?
Ich habe keine Ahnung. Seit 13 Jahren versuche ich schon, es rauszukriegen. Das hat es noch nie gemacht. Das auch nicht. Herzlichen Glückwunsch, Evie. Das ist dein Vater, das ist seine Stimme. Bist du das, Papa? Bist du das wirklich? Ich bin's, Geburtstagskind. Oh, ich vermisse dich so, Liebling. Weißt du, Mama und Onkel Bino sind auch hier. Leider kann ich nur dich hören, Evie. Das liegt daran, dass der Würfel eine genetische Verbindung ist. Bitte sag deiner Mutter, dass ich sie sehr liebe und dass ich sie sehr vermisse. Warum bewegst du deinen Hintern nicht hierher und erzählst ihr das selbst? Bino, iss deine Eiscreme. Also heute wirst du 13. Wow. Weißt du, hier auf Antarios ist 13 das Alter, in dem die Kinder die Reife erlangen. Wir feiern eine Art intergalaktisches Erntedankfest. Aber vergiss nicht, du bist zur Hälfte eine Fremde. Wie meint er das? Aus seiner Sicht bist du's. Deshalb kannst du nur ein paar von deinen möglichen Fähigkeiten benutzen. Tut mir leid, Süße, aber ich habe die Regeln nicht gemacht. Dafür hast du aber den Würfel und du bist seine Energiequelle. Das ist fantastisch. Ich hoffe nur, das ist kein Ärgergespräch. Ich wünschte, als dein Vater könnte ich jetzt bei dir sein. Und auch bei deiner Mutter. Und deshalb schicke ich dir diese Botschaft. Über die unendliche Weite des Weltalls hinweg. Und obwohl ich Lichtjahre entfernt bin, werdet ihr immer in meinem Herzen sein. Oh, Antarianer haben zwei Herzen. Du besitzt jetzt eine Kraft, mit der du die Zeit anhalten kannst. Benutze sie weise und es werden noch andere Kräfte sichtbar werden. Es ist alles Teil eines Plans. Was für eine Musik ist das? Doo-wop. Es war seine Lieblingsmusik, als er hier war. Oh, sehr außerirdisch. Er versucht dadurch nur etwas Stimmung zu machen. So, das war es für heute, Evie. Ich vermisse euch beide mit allen meinen Herzen. Und Enoch. Was ist Enoch? Benutze das Geschenk, um jederzeit, wann immer du willst, mit mir zu reden. Viele Grüße jetzt von deinem Big Bopper. Auf Wiedersehen, Liebling. Daddy? Hey, Leute! Ein 7-Trillionen-Meilen-Anruf, aber er hat nicht gesagt, wie wir die Wachsfiguren wieder in Bewegung setzen können. Tja, Freunde. Dann müssen wir sie doch einen nach dem anderen auftauen. Ich hatte gehofft, wir könnten dein Geheimnis für uns behalten. Weiß Oma nichts davon? Was denn, dass ich einen Außerirdischen geheiratet habe? Sie flippt schon aus, wenn wir Besuch haben, den sie nicht kennt. Mama? Es passiert schon wieder. Ich kann nichts dagegen tun. Meine Hände bewegen sich wie von allein. Oh, hey, wie ist denn das passiert? Tut mir leid. Donner, wir müssen noch über die Wiederwahl reden. Bin gleich zurück. Es ist alles möglich. Ich nehme jetzt dein Pullover, Evie, okay? Danke. Hey, Evie, wo bist du hin? Na prima, alles wieder, wie es war. Ja. Meint ihr, dass ich das noch mal kann? Oh. Versuch's und ich verarbeite dich zu Hamburgern. Alles, was du hier gemalt hast, diese merkwürdigen Objekte, sie sind alle von Antarius. Ich habe sie ganz klar vor mir gesehen. Weißt du, dein Vater konnte seine Gedanken räumlich darstellen, sie wie ein Hologramm projizieren. Du musst dein Zeichentalent von ihm geerbt haben. Mama, und wenn ich was Grässliches geworden wäre? Du meinst sowas wie ein Teenager? Nein, es ist ja alles okay. Dasselbe Bild? Ist jetzt fertig. Evie, das ist dein Vater. Habe ich einfach so gemalt. Entschuldige, ich wollte dich nicht aufregen. Nein, schon gut. Ich habe ihn nur seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Und dann heute zuerst die Stimme und jetzt das. Du hattest recht. Er sieht toll aus. Behalt es. Du verdienst auch ein Geburtstagsgeschenk. Dankeschön. Daddy?
Hallo, Liebes. War es ein schöner Geburtstag? Der beste. Werde ich dich mal sehen? Irgendwann? Ich gebe mir Mühe. Glaube mir, ich versuche es wirklich. Hey, musst du nicht längst im Bett sein? Ja, gleich. Ich habe nur noch eine Frage. Natürlich. Was ist dein Enoch? Oh, tja, es ist vielleicht besser, du fragst deine Mutter. Geh jetzt schlafen. Wir reden morgen weiter. Ich liebe dich, Evie. Shoo.